Und mit diesem Sieg gehen wir nach Hause, zurück ins Studio. Panik in Brasilien? Nein. Das glaube ich ja nicht. Aber wir können in... Wir könnten dafür die im Ägypten aber eingrenzen. Oh, dafür ist Nordamerika. Kontakt, Commander. Hat sich jetzt etwas erhöht. Und Brasilien ist richtig abgefuckt. Mexiko ist jetzt. Aber Brasilien ist richtig. Richtig scheiße drauf. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Das Problem ist, in 6 Tagen kommt der Ratsbericht, ne? Und der Satellitennexus dauert aber noch ewig. Das ist ganz schön schade. Wenn ihr nicht Satellitenkontrolle Hyperwellen. Ach hier, guck mal, das müssen wir vielleicht mal bauen. Jeder steht 5 für den Mannschaft. Verbunden Bundes 7 erstellt neues Bombau von Fortbewegungsmitteln, Gebäuden oder Gießerei. Gießereiprojekten. Aha. Leerem Kraftwerk Satellitenwerkstatt. Dann lass uns doch hier den Hyperwellen-Bums bauen. Und dann bauen wir hier noch eine Werkstatt runter. Ja. Alles klar. Hyperwellen-Verbindung ist ja sowieso unser Main-Target. Ich glaube, ich habe Befürchtung, dass wir Brasilien jetzt verlieren. Zugangslift einsatzfähig. Wir haben gerade die bedauerliche Nachricht erhalten, dass eines unserer Mitglieder die Beteiligung am XCOM-Projekt beenden möchte. Ja, das ist jetzt, das ist echt Pech. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Ja. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. Jetzt haben wir Brasilien auch noch verloren, das ärgert mich. Wir behalten sie im Auge. Ja, den blöden Spruch kenne ich schon, den kannst du dir sparen. Zusätzliche Werkstatt online. Werkstattarbeit. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Jawohl. Die sind über jede Hilfe hier unten froh. Achso, da müssen wir auch ausheben, ausheben. Labor. Hier ist aber die Forschungsgeschwindigkeit um 20%, Verbundbonus plus 10 für jedes angrenzende Labor. Jawohl. Könnt ihr ruhig auch abreißen, wenn uns das nicht passt. Also der Verbund oder sowas. Ne? Phoenix-Kanone. Ach ja, die guten alten Laserwaffen. Lass mich mal ganz kurz bei der Forschung. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen. Ah. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Jetzt können wir natürlich in der Gießerei wieder nicht mehr machen, ne? Ja, oh klar. Thank you.
So, jetzt haben wir aber hier ein bisschen. Die Isarei ist bereit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Ich möchte gerne hier auch so ein. Ja, ich weiß nicht, soll ich so einbauen? Unser Hilfsmotivation am Schiff besteht aus der Integration eines kleinen Impulsantriebs, der es dem Fahrzeug ermöglicht, über unebene Linien wegzufliegen. Oder hier die Integration von Alien-Legionen und das Basis, denn das Schiff ergibt eine schnellere, robuste Waffenplattform. Durch die Stärkschuss kann diese dann für mobile Deckung beten. Das ist vielleicht ganz nützlich. Aber ich bin mir halt nicht sicher, der. Theoretisch braucht der mehr. Komm, wir stellen einmal so einen her. Und so einen. Okay. 15 Stunden. Oh, Indien möchte 3 Legierungskanonen. Wow, und die kriegen uns dafür. Moment. Baugegenstände. Die wollen uns 3 Stück dafür. Die können wir noch nicht bauen. Wir können 2 Stück können wir bauen. Warte mal, wir müssen ganz kurz mal. Halt. Wir müssen mal irgendwas verkaufen. Hier, wir haben schon ein paar Mutton-Leichen. So. Kling. Die Gießerei. Dauer. Noch eine, ne? Alles klar. Lagerzentrum, offene Aufträge. Gegenstände ausliefern. Jawohl. Nice. Danke. Haben wir wieder einige Credits. Finde ich richtig nice. Die Möglichkeiten. Scope Upgrade. Achso, ja. Die Gießerei. Das möchte ich gerne, aber brauchen wir Waffenfragmente. Bin ich gespannt, wenn dieser Nexus fertig ist. Commander, Sie sollten sich das ansehen. Wir haben einen riesigen neuen Kontakt entdeckt. Was? Wir sehen eine enorme Energiequelle. Was immer es ist, es muss schwerst bewaffnet sein. Wir sollten uns auf großen Widerstand einstellen. Ja, wir haben aber hier nur Raven. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Mhm. Sind im Ziel an. Wow. Unter starkem Beschuss. Wir steigen aus. Ja. Alles. Bereit für Nahkampf. Wir nähern uns dem Ziel. Sie sind überall. Nein! Commander, wir haben die Funkverbindung verloren. Ja, ich sehe es. Das ist echt schlecht. Ja, wir haben keine, nichts mehr in Nordamerika, ne? Ja. Wir müssen unbedingt die. Brauchen unbedingt mehr von den Dings. Vernachlässigen das aber auch, das ist echt schlecht. Die Fusionslanze war ja. Na, warte mal, müssen wir das bauen? Lass mich ganz kurz in Zang ausschauen. Schiffsliste. Die wirft die alte Feuerrate in langsam, macht Schaden hoch, Schusskraft hoch. Reichweite des neuen, okay. Und die Plasmakanone ist Mitte, Schaden Mitte, okay. Dann bleiben wir doch bei der Laserlanze, glaube ich. Baugegenstände. Die Laserlanze schon.
Ja, die Fusionslanze. Ja, können wir ja leider jetzt nichts dran ändern. Tarnsatelliten. Kontakt entdeckt. Aber der braucht noch zu lange. Jawoll. Tunguska. Auch wenn ich skeptisch war, ob es sich lohnen würde, noch eine Waffe nach unseren traditionellen Methoden zu bauen. Große Raketen mit schweren Sprengladungen. So haben wir doch bei unseren Tests eine interessante Entdeckung gemacht. Unser Prototyp, sinnigerweise Nuklearwerfer genannt, hat sich als erstaunlich wirksam erwiesen, was seine Durchschlagskraft bei der scheinbar undurchdringlichen Schutzrüstung der Aliens angeht. Wir haben außerdem das eingebaut. Ach so, das ist gar keine Schiffswaffe. Das ist für. Das ersetzt den Raketenwerfer wahrscheinlich. Wir haben außerdem das eingebaute Zielversuch mit mehreren Anleihen aus der Alien-Technik verbessert. Das Ergebnis sind Raketen, die sich selbst im Ziel lenken, selbst wenn dieses Ziel beim Abschuss gar nicht sichtbar ist. Cool. Ich glaube, dass es immer noch Rahmen für weitere Veränderungen mit dieser Waffe gibt, aber die Produktion der aktuellsten Version wird beginnen können, wann immer sie wollen, Nuklearwaffe. Die Integration noch entwickelter Navigationsmodule der Aliens macht das Abfeuern selbstgelenkter Raketen möglich, die ein Ziel auch ohne direkten Sichtkontakt anschauen können. Eingebaute Alien-Fusionskraft mit erheblichen Schaden. Nice. Die will ich jetzt sofort haben. Können wir natürlich nicht mehr. Bauen wir aber jetzt keine Legion mehr. Bräuchte man eigentlich auch nur eine oder zwei. Ah. Überwellenverbindung online. Jetzt erzähl mir was dazu. Satelliten-Nexus online. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren gestartet. Satellit gestartet. Ah, damals. Wenn du hier alle hast, dann kriegst du da Bonuses all in. Den können wir. Na gut. 17 Stück. Es wird spannend da draußen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Das ist schön. Wir müssen mal gucken. Also der Satelliten-Nexus. 4 Stück. Kann der. Und eins für jedes Dings. Das heißt, wir könnten theoretisch. Jetzt haben wir noch 14. Okay. Also können wir ein Dings einsparen dadurch. Werkstatt, Satellitenkraftwerk. Mir egal, ob die dann sterben. Weiß ich nicht. Ist das irgendwie schlecht, wenn ich das abreiße?
Okay. Forschung. Da wir jetzt im Besitz des Hyperwellenleuchtfeuers sind, stellt sich die Frage, was wir davon lernen können. Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit prüfen, ob UFO-Aktivitäten zu sehen sind. Achso, jetzt sollen wir mit dem Ding da scannen, oder was? Au! Oh. Der Hau war schief. Werkstatt damit, eine Legion, ah. Okay.